sprachen von dem einheitlichen Ausstieg aus der Kohle. Da hat man kein spezifisches Datum nennen können. Das lag jetzt nicht an uns von deutscher Seite. Wir haben unsere Kohleausstiegsdaten. Andere haben da noch die Pläne nicht so weit verifiziert. Aber ich glaube, das Bekenntnis zum Klimaschutz, zum 1,5-Grad-Ziel, zu dem Pariser Abkommen von allen G7-Ländern, das ist schon ein starkes Bekenntnis. Und auch die Länder, die jetzt hier noch zu Gast sind, Australien, Südkorea zum Beispiel, Indien virtuell zugeschaltet, Südafrika, verpflichten sich ja auch hier diese Norm einzuhalten. Und in Deutschland haben wir es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren beschlossen. Ich denke, andere werden folgen. Aber ja, ich glaube, wir gehen da mit gutem Beispiel voran.